zu einer neuen Ausgabe von den Lenle CrossFit Home Workouts mit Coach Christoph und Coach Sarah. Wir starten direkt mit dem Warm-up wieder los, stellen euch einen Tabata-Timer. 10 mal 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, 5 Übungen. Ihr macht als erstes Heel Rolls, also Heel Toe Rolls. Genau, dann Tappings. So kleine, schnelle Bewegungen. Dann hat abwechselnde Box-Step-Ups oder Stair-Step-Ups. Wenn ihr gar nichts habt, macht einfach abwechselnde Lunges. Genau, und dann ein Seitstütz links, Seitstütz rechts. Wenn ihr es schwerer machen wollt, nehmt ein Bein in die Luft. Seitenwechsel und dann die 5 Übungen nochmal von neu durch. Das wäre unser Warm-up. Yay. Dann kommen wir zum B-Teil. Der B-Teil ist heute auch ein verlängertes Warm-up eigentlich. Und zwar machen wir da 3 Runden, wo immer jede Runde die Geschwindigkeit steigern. Also erste Runde noch eher locker, zweite mittel, dritte dann schnell und intensiv. Wir machen als erstes 3 Burpees. Zack, genau, schon, dass immer ganz am Boden kommen, im ganzen Körper. Ein schöner Sprung vor, wenn es geht, oder ein Ausfallschritt. 3 Burpees, dann 10 Lunge Jumps. Zack, genau, hinteres Knie berührt den Boden. Schön gerade aufspringen mit Schwung. Und dann die dritte Übung sind immer Shoulder Taps im Plank. Da machen wir 20. Fürs ruhige, ein bisschen breiter näher, dass in der Hüfte schon stabil bleiben können. Und dann, wie gesagt, da eher noch langsam in der ersten Runde und dann die nächsten 2 Runden das Ganze ein bisschen schneller durch. Zack. Genau, wieder die Burpees, Lunge Jumps und dann wieder die Shoulder Taps. Das wäre unser B-Teil als verlängertes Warm-up quasi. Hey Christoph, jetzt bin ich warm. Und was machen wir jetzt für den C-Teil? Genau, für den C-Teil machen wir heute Brust und Schulter und Handstand Skills. Beziehungsweise im Detail kommen dann noch die Handstand Skills auch noch dazu. Wir machen 3 Sätze, immer wieder mit Pausen dazwischen, 3 Übungen. Und zwar starten da als erstes aber mal mit Romanian Deadlifts im Split Stance. Also so ein kleiner Ausfallschritt. Gewicht auf der Seite, wo der Fuß hinten ist und dann langsam tief immer, 3 Sekunden tief gehen, Rucker gerade heben und wieder aufrichten. Wenn es sich gut ausgeht, abstellen die Kettlebell, die Kurzhantel, der Rucksack, sonst einfach in der Luft bleiben, sodass der Rucker noch gerade bleibt. 10 langsame Wiederholungen pro Seite. Zweite Übung sind 5 bis 7 Pike Push-Ups. Also das heißt, die Hüfte ist ein bisschen höher, Rucker so gerade wie möglich und mit dem Kopf da vorne hergehen. 1, 2, wenn es gar nicht klappt, machen normale Push-Ups oder Knee Push-Ups. Oder ihr legt euch da Erhöhung her, dass ihr nicht so weit runtergehen müsst. Denn nach der auch wieder Pause, immer so, dass ihr euch gut erholen. Und die dritte Übung sind negative Handstand Push-Ups, wo immer 3 bis 5 Sekunden tief gehen. Also schwingt euch in Handstand auf, am besten an der Wand oder wenn ihr zu zweit sind mit einem Partner. Genau, Spannung heben und jetzt langsam tief. 1, 2, 3 und dann wieder tief schwingen. 3 Wiederholungen. Wenn das nicht klappt, so im Handstand, könnt ihr wieder negative Pike Push-Ups zum Beispiel machen mit der Füße auf Erhöhung, dann ist es so ein bisschen schwerer. Einfach so ein bisschen euch herausfordern, eine schwierige Übung. Wieder Pause danach und das Ganze aber 3-mal durch. Also, volle Kraft voraus. Und heute haben wir auch noch einen D-Teil. Jetzt kommen noch einmal die Handstand Skills und natürlich auch wieder unser Turkish Get-Up. Der darf nicht fehlen in dieser Woche. Starten mit 2 Turkish Get-Ups pro Seite. Genau, schnappt euch die Kugel. Selbe Bein aufgestellt, seitlicher Sit-Up hoch. Hüfte hoch, hinteres Bein zurück, aufrichten.
aufstehen und dann wieder tief gehen und dann gleich nochmal eine Wiederholung. Du musst jetzt nicht vorzeigen. Okay. Nochmal eine Wiederholung, Seitenwechsel, wieder zwei. Einfach ein eher langsames Tempo. Wir müssen es nicht voll schnell machen, weil die nächste Übung wäre dann entweder 5 Meter Handstand Walk. Okay, probiere jetzt mal. Können wir vielleicht auch zu zweit machen. Jawohl. Weit, wie ich nicht kann. Okay, und wenn ich es nicht kann? Wenn man Handstand Walk nicht kann, entweder ihr schwingt hoch und macht noch ein, zwei Schritte und das dann fünfmal. Oder ihr macht wieder einen 15 Sekunden Handstand Hold. Immer schön strecken, richtig anspannen als anspannen. Oder wenn das auch noch nicht klappt, ein Pike Hold für 15 Sekunden. Entweder so am Boden oder mit den Füßen auf Erhöhung, dann wird das Ganze wieder ein bisschen schwieriger. Und nach dem kommen noch 10 Squat Jumps. 10 Squat Jumps. Zack, 1, 2, genau, 10 Squat Jumps. Schnufen kurz durch und dann wieder die Turkish Get Ups. Handstand Walk oder Hold und die 10 Squat Jumps 5 Runden. Wie gesagt, wählen ein Tempo, dass ihr nicht zu schnell dran sind, dass ihr immer noch Kraft haben für den Handstand Walk. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir den bald einmal im Zirkus auftreten. Okay, viel Spaß und bis morgen. We'll be right back.